Frau Müller, welche Bedeutung hat denn die Behandlungsdokumentation für Wissensgenerierung und KI-Entwicklung? Eine zentrale, bedeutende Rolle. Warum? Weil natürlich in der Behandlungsdokumentation wertvolles Wissen steckt und entsprechend alle Informationen gesammelt sind, die während der Behandlung des Patienten angefallen sind. Dabei ist es aus meiner Sicht immer wichtig, auch die verschiedenen Arten der Entstehung zu betrachten. In vielen Symposien, Tagungen, Vorträgen sprechen wir immer wieder auf die elektronische Dokumentation, die in den Anwendungssystemen entsteht. Aber Behandlungsdokumentation entsteht auch heute in 2021 immer noch in Papierform teilweise. Vielleicht nicht mehr so mit einem hohen Anteil, aber die gibt's noch. Und auch diese papierbasierte Dokumentation ist genauso wichtig für den Einsatz künstlicher Intelligenz und entsprechend das Heben des enthaltenen Wissens wie die elektronische Dokumentation. Wie bringt man denn originär papierbasierte und elektronische Dokumente zusammen? Ja, ein Ansatz ist, dass entsprechend sowohl die papierbasierte als auch die elektronische Dokumentation natürlich zentral in einer digitalen Hybridakte Falldokumentation zusammengeführt wird und bei der Zusammenführung entsprechend auch hier wieder syntaktische Standards, semantische Standards entsprechend eingesetzt werden. Ein semantischer Standard wäre die klinische Dokumentenklassenliste, die KDL, die genau das ermöglicht, dass die papierbasierten Dokumententypen durch weitere Indexierungssoftware erkannt werden, aber dann durch die Klassierung mit der KDL auch standardisiert werden. Die elektronische Dokumentation, auch dort sollte die KDL entsprechend im Einsatz sein und entsprechend jedes elektronische Dokument damit klassiert sein, um dann entsprechend zentral in dieser Hybridakte alles zusammenzuführen. Wir haben über Klassifizierung gesprochen. Gehen wir doch noch im Detail auf Ordnungssysteme ein. Ist SNOMED, aktuell ja gehypt, der Glücksbringer für dieses Thema? Ganz klares Nein. SNOMED ist ein super Ontologiesystem. Es steckt ganz viel Wissen drin und ist eine Riesenchance auch für Deutschland. Es ist längst überfällig gewesen, dass wir Mitglied werden bei SNOMED. Aber es ist nicht das Allheilmittel. Warum? SNOMED ist ein Beispiel für ein Terminologiesystem, was im Einsatz ist oder was eingesetzt werden kann. In der klinischen Forschung gibt es auch ein Ontologiesystem, das ist METRA beispielsweise. Und wenn wir bei dem Thema Klassifikation sind, da gibt es viel mehr als nur ICD-10 OPS. Das sind die bekanntesten. Warum? Weil damit weil die Leistungsabrechnungen, sie sind Basis für das DRG-Grouping im stationären Bereich und in der ambulanten Versorgung genauso in Verwendung. Aber auch hier gibt es in den verschiedenen Fachbereichen auch wieder weitere Ordnungssysteme. Ja, Tumordokumentation, ICDO, TNM, in der Unfallchirurgie, AO-Klassifikation, Pflegeklassifikationssysteme gibt es als Ordnungssysteme. Und die sind entsprechend die Basis, zum einen für semantische Interoperabilität, dass die Anwendungssysteme miteinander kommunizieren können, aber auch ein wertvolles Hilfsmittel, um auch gezielt enthaltenes Wissen zu heben. Aber SNOMED reicht dafür nicht aus. Für Fachleute in unserer Branche ist ja die richtige Herangehensweise für die Digitalisierung der Blick auf Prozesse und die Neuaufstellung. Inwieweit muss man denn da auch die Kliniker, also die Mediziner und die Pflegenden mitnehmen bei diesem Prozess? Am besten von Beginn an. Ich bin felsenfest davon überzeugt, auch aus eigenen Erfahrungen, dass die digitale Transformation natürlich erst bei der Bewertung, Begutachtung, Optimierung der eigenen Prozesse beginnen kann. Es bringt absolut nichts, papierbasierte Prozesse einfach in digitale Prozesse zu überführen. Das wird nach hinten losgehen. Und was ganz wichtig ist, man muss die Mitarbeiter der Kliniken, aber auch andere Leistungserbringer entsprechend abholen. Erst wenn man im Prinzip die Endanwender im Boot hat, dann werden solche Projekte auch Erfolg haben. Wo sehen Sie denn die Anwendungsgebiete für die Wissensgenerierung als Grundlage wiederum für künstliche Intelligenz? Aus meiner Sicht gibt es da ganz viele. Wenn wir hier, ich würde ja auch immer wieder die Anwenderperspektive eingehen. Eine Klinikleitung wird auf das gehobene Wissen ganz andere Fragestellungen stellen als ein Arzt. Ja, also gerade die Klinikleitung kann auf Basis von Wissensdatenbanken Rückschlüsse auf mögliche neue Geschäftsfelder schließen.
Doktoranden im Klinikum können, haben die Möglichkeit, entsprechend auf diese Wissensdatenbank viel schneller auch Patienten zu rekrutieren für ihre Fragestellungen, die sie in ihrer Dissertation beantworten wollen, oder auch in Bezug zur klinischen Forschung. Ja, da, um entsprechend Patienten zu rekrutieren, spielen für die klinische Forschung Einschluss- und Ausschlusskriterien eine Rolle, und das ist wertvolles Wissen, was in der Behandlungsdokumentation steht und entsprechend dort auch wieder gehoben werden kann oder viel schneller recherchiert werden kann, als wenn man jetzt 100 oder 1000 Patienten, papierbasierte Patientenakten erstmal sucht und inhaltlich erschließt. Ist denn das KHZG mit seiner Förderung der Heilsbringer für Fortschritt in diesem Bereich? Auch das würde ich nicht Heilsbringer nennen. Ich würde es als Chance bezeichnen. Ich finde es gut, dass die Kliniken auf jeden Fall da jetzt auch finanziert werden oder Möglichkeiten bekommen, in diese digitale Transformation zu investieren. Das war häufig fehlende Investitionsmittel, ist bisher häufig der Grund, warum eben das nicht vorwärts gegangen ist, da entsprechend auch die Prozesse zu digitalisieren. Es ist eine Chance, aber wir werden sehen, ob es überhaupt umsetzbar ist. Wo sehen Sie denn das Versprechen des Health Data Office in diesem Kontext? Der Health Data Office ist im Prinzip der große Informationsmanager. Ja, die Daten, Informationen fallen an, wie ich schon eingangs gesagt habe, in sämtlichen Anwendungssystemen der gesamten Behandlungsdokumentation werden sie gespeichert, und der Health Data Office verarbeitet diese, muss sie entsprechend qualifizieren, aufbereiten, standardisieren, auch hier wieder sämtliche Ordnungssysteme mit berücksichtigen, und das ist natürlich eine Riesenchance, hinten raus dann das, was dort gehoben wurde, aufbewahrt wird durch den Health Data Office, auch wieder verfügbar zu machen. Beispielsweise für die Anwendungsfälle, die ich vorhin genannt habe.